So, da sind wir wieder. Zur Zockerzone spielt Resident Evil 5 und wir haben an einer spannenden Stelle aufgehört. Richtig. Mal gucken, wie lange es noch dauert, bis er kommt. Das der war neue jetzt Gegner. Ein großer Kommentar dazu. Richtig. Was für ein Kommentar ist das? Das. Ach, vergiss es. Ach, hab ich richtig gesagt, oder was? Ja, ja, genau. Du weißt doch, ich weiß nie, was ich sage. Das ist alles ferngesteuert. Oh Mann, aber die Bubbles über uns, die waren vorerst safe, ne? Ja, also das sind jetzt, glaube ich. Nee, eine Bubble ist offen, genau. Genau. Was will er dafür. Was? Da ist er. Ja! Und das, da macht es erstmal keinen Sinn. Da muss man einfach nur den Rückwärtsgang einsetzen. Ne? Genau. Aber er wird gleich seine Schwachstellen da. Da in der Mitte, siehst du das? Oh. Ich, ich hab alles aufgefangen. Okay, ist er schon offen für die Pumpe? Bubble? Na. Man muss ihn einmal in den Bauch treffen. Dann kommen die Bubble auf den Rücken. Ah. Laufen, okay. Jetzt. Ist er unten? Ja. Und dann müssen wir schnell sein und die Bubbles treffen. Ey, ich. Oh, ich hab keinen Rhythmus, Digga. Oh Mann. Ich hab keinen Rhythmus. Oh, nicht Sackgasse. In die Sackgasse. Andere. Ah! So. Mach ihn da. Mach dein Ding auf jetzt! Endlich! So, bam! Jetzt nochmal, bam! Alter, ich treffe ihn nicht! Jetzt! Haha! Noch nicht optimal, aber es war ja auch das erste Exemplar. Also optimal schon mal in der Hinsicht, dass wir nicht gestorben sind. Okay. Das begrüße ich schon mal. Stein der Macht, Hoffi! Aber ich habe vier Schuss mit der Magnum. So, ich werde mir die Magnum mal auf eine andere Position packen. Dass du sie nicht aus Versehen benutzt? Nee, dass ich sie auf jeden Fall im Schnellwechsel habe. Ach so, okay, du hattest sie vorher nicht abrufbereit. So, aber ich glaube, ich werde auch mal meine Magnum-Munition benutzen und einfach mal nachladen, oder? Wie du willst. Ich weiß nicht, eigentlich liebe ich es, geizig zu sein. Es macht also, das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Qualität irgendwie. Nochmal genau, dieses taktische Überlegen. Genau, macht man sich die eigene Dramatik in dem Game. Ja, wir machen uns den eigenen Schwierigkeitsgrad, genau. Jetzt können wir hier auch den Hebel umlegen. Ach ja, der ging ja vorhin nicht. Haben wir ja unter Strom gesetzt. Korrekte Mundo. Und dann ringehüpft. Yay. Oh, Hochgeschwindigkeitswand. Da bringt ein Stämme oder was? Du bist nach oben laufen, oder? Man hat gut Zeit. Nee, du bist schon richtig. Ach, man muss unten erstmal die Spur wechseln. Okay. Genau. Ah. Das ist cool ist, einige von diesen Leichen, haben die haben Loot? Goldketten dabei. Ja, ja. Hast du dich erschrocken, Hoffi? Oh, aber hallo, ey. Ich glaube, es sind zwei Goldketten insgesamt. Da ist die nächste. Er ist vorbeigehüpft. Lebst du noch? Ja, ich folge dir einfach. Aber jetzt brauchst du auch gar nicht mehr zu gucken. Ich glaube, es sind wirklich nur diese beiden Goldketten. Aber wenn das anders ist, bin ich offen für jeden. Weil das sind keine richtigen Gegner, oder was? Ja, warte mal, was ist das? Keine Ahnung, was für Lame-Asses das sind. Auf jeden Fall tun sie mir ein bisschen leid. Ach doch, das sind die Typen, die aus diesen Pots... Wir waren doch in diesem einen Raum, wo... Ach, die, wo Jill eigentlich auch auf einer... Genau, wo Zehntausende von diesen Pots da waren, ne? Stimmt. Und das sind die, die aussortiert wurden, oder? Schätze mal, das sind die aussortiert, die genau wegwerfbare. Oh je. Einweg-Zombies. Obwohl, was sind das denn? Die sehen ja so ein bisschen ghoul-mäßig aus, ne? Ja, ghoulig auf jeden Fall. So ein bisschen wie diese komischen Ghouls von Fallout 3. Ja, richtig. Wie hießen sie denn da? Hießen Ghoule. Die Ghouls? Ja. Okay. Völlig unspektakulär. Drauger. Na, nehme ich auch erstmal ein Stück von meinem Tomatensaft. Der gibt dir echt die richtige Power, Hoffi. Daumen hoch, wenn Tomatensaft ankotzt. Oh nein, Hoffi. Ich schau gerade oben auf die Karte. Oh Gott. Oh nein. Nein, nein, verdammte Kacke. So Leute. Das ist der Raum. Das ist der Raum, wo wir versagen werden. Oh, du Schande. Nein. Das ist echt eine der Stellen, die sich bei uns beiden richtig reingebrannt hat. Weil wir einfach nicht wissen, wie es geht. Jedes Mal, wo ich diese Stelle gespielt habe, wusste ich nicht, wie wir es geschafft haben. Warte mal, Brandgranaten für deinen Raketengranatenwerfer. Oh ja, dann kann ich ja einmal nachladen. Da ja, war ich noch was, ja, hier. Puh, soll ich meine Butterfly nachladen?
Nein. Oh, meine Güte, da habe ich keinen Bock auf die Scheiße. Oh, ja. Da machen wir richtig hart bei 15 Ende, egal was ist, Mann. Und dann wird erstmal der Stein Guide der Macht. Lesen. Nein! Na, okay, kein Guide. Sheva. Well, glad you could make it. Up here, you two. Excella, where's Jill? Jill. You're like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy. The Ouroboros is a meteor, W. And you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of setting it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! Perfekte Stelle für einen Cliffhanger, würde ich sagen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn's heißt. Oh Mann, da hoffe ich einmal, Hoffi, dass die Cutscene 20 Minuten geht. Ja. Aber dann müssen wir doch gegen den Typen kämpfen. Wow. Also, hier sind wieder so komische Gasflaschen. Bubbles. Oh, er kommt zu mir. Ja, der ist ganz fies, der Einfach Typ. Einfach mal auf die Bubble schießen oder ausweichen, ruhig. Ja, wollen wir schon. Soll ich. Erstmal würde ich sagen, das Gelbe ist ja nie verkehrt. Wir könnten ihm zum Beispiel schon mal geben mit einem der Fässer. Wenn wir ein Fass nehmen und ihn zur Explosion bringen, dann offenbart er auch seine richtigen Bubbles. So, und dann haben wir ja nur Flammenwerfer, ne? Das sind ja nur blödsinnige Bubbles hier, die bringen irgendwie nicht so richtig was. Und der Flammenwerfer, genau, der lädt sich immer wieder auf. Der ist noch am Aufladen. Soll ich den mal nehmen und du bist dann für die Bubbles zuständig? Wo ist er denn? Er kommt hinter mir, ja. So, komm, schmeiß mal das Fass hier um, Hoffi. Und dann ballern wir ihm auf die Dinger, ey. Ja. Komm, schmeiß das Ding um, Chris, du Pussy, ey. Jetzt mach mal hin, ey. So, jetzt, ich bin bereit. Hast du gewartet, bis er gegessen hat? Ach, der muss es fressen. Ich dachte, das reicht, wenn er drauf ist. Nee, so wie vorhin, wie letztens, ach, weißt scheiße, du? Scheiße, ja, das ist mein Fehler. Nehme ich mal eine Kappe. Fehler. Nicht so wichtig, aber... Nehm mal den Flammenwerfer an mich. Mach das. Ich habe noch nicht rausgefunden, was das wirklich bringt. Man kann so ein bisschen was von dem schwarzen Zeug von ihm da wegbrennen. Oh Gott. Weil was ihr da jetzt seht, Leute, das sind schon Schwachstellen mit diesen Bubbles. Aber die wirkliche Schwachstelle, dann kommen so kleine Tentakel mit Augen raus. So, warte. So, jetzt. Bam. Hau jetzt weg, kriegen wir auch eine Animation. Das sind sie. Ja, genau. Da wollen wir rein. Ins Glück. Das wollen wir erreichen. Er ist vorbei. Okay. Ich bin ausgewichen, ja. Gut ausgewichen, ja, nice.
Haust das Ding um? Jo. Und in diesen Status will man ihn halt so oft wie möglich bringen, dass man halt immer auf diese Augen schießen kann. Ja. Aber wir haben Wasser, nur noch... Wasser, wir haben Wasser, nur noch Wasser, oh, er ist direkt hier. Ist gut, ist gut. Perfekt. Hau unser weg. Letztes Fass. Ah! Ach, es sah so aus, als wäre ich schon tot. Ja, das ging... Boah, du hast das Zeug an dir, ey. Ich kürze dich nie wieder. So. Komm, Augen raus. Hast du ihn? Ja. Okay, und da muss halt die Magnum rein in die Augen. Wenn es irgendwie geht. Ja. Soll ich mal Health nehmen, oder was? Vielleicht gar nicht verkehrt. Hast du, ich hab dich noch erwischt, gut. Ja, alles gut. Da liegt nämlich auch liegen viele Items rum, Hoffi. Die können wir sammeln. Granaten, Brandgranaten sind gut gegen den. Ich habe ja auch die richtigen Granaten für den Granatwerfer. Ja, vielleicht wenn wir da mal reinpumpen. Hier ist Schrotgewehrmunition. Ja, aber dann mache ich erstmal den Flammenwerfer leer, oder was? Ja, mach das mal. Dann kannst du wieder aufladen gehen. Hier liegen auch Erste-Hilfe-Sprays rum. Oh, da kommt in großen Schritten. Das Problem ist, durch den Flammenwerfer kriegt man nicht seine Augen raus. Nee, genau. Ich glaube, die zum Abschließen ist das Ding halt. So, okay. Ich pack das Ding mal weg. So. Hier ist ein grünes Couch, aber er ist verschwunden. Er kommt bei mir hier. Sammle hier mal was ein. Ich bin mal ausgewichen tatsächlich. Wow. Dein Flammenwerfer wäre wieder da. Nachgeladen, genau. Schau mal die Brandmunition raus. Ja, weil ich glaube, Flammengranaten, die können auch schon die Augen hervorholen. Oh Gott. Schieß doch mal rein, wenn du Zeit hast. Ja. Gut. Augen? Nein. Nein. Er verschwindet einfach. Gelöst, ja. Sack, ey. Ja, zumindest leben wir noch. Ja, ja. Dank deiner Hilfe vorhin. Ich war ja schon wieder tot. Keine Augen, ne? Nein. Jetzt? Nein. Och, Penny. Er verschwindet einfach. Wenn du ein paar Slots... Ah! Ui, 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 ey. Wenn du Slots frei hast, sammel dich ein, ne? Genau, hinten bei diesem Stuhl, wo der Typ vorhin drin saß, da liegen zwei Erste Hilfe... Ne, Brandgranaten, jawohl. Ich nehme sie. Okay. Und ich schmeiß sie. Oh, er hat mich! Sehr schnell. Ich war beim Aufheben. Wie ist das denn? Ich bin bei dir, aber ich kann keine retten. Ja, ich war nicht tot. Ach, okay. Jetzt habe ich dir Granaten gegeben, na super. Wenn ich Ruhe habe, rüste ich sie immer um. Und dann, genau, kannst du ihn abwerfen. Dann kann ich jetzt das Erste-Hilfe-Kit holen und wahrscheinlich auch gleich benutzen. Aber zumindest sehen wir den Boss-Gegner wieder auf der Karte. Ja. Wo ist das Erste-Hilfe-Scheiß-Ding? Oh nein, ich bin mitten reingelaufen und ganz vergessen, dass ein Gegner lebst ist. Noch? Ja. Okay. So, Hoffi. Schmeiß away. Und? Er Augen? Brennt nur. Augen! Augen! Ja, bin dabei. Ah, ich habe nur einen getroffen, wenn überhaupt. Schmeißt du noch eine? Ja. Nein, immer weg! Jo. Ausweichen. Gut. Oh. Warte. Ich hab den Brandis wieder. Jo. Wo ist er? Da. Kann ich da rüber übers Gelände? Nee, lieber nicht. Ah, er löst sich auf. Er ist auf uns, Achtung. So, jetzt aber. Er biegt ab. Nee, er kommt zu dir. Hab ihn. Augen? Nein. Noch eine. Keine Augen ersichtlich. Oh Gott. Jetzt aber. Nee, also ich hab den Arm abgeschossen zumindest. Ich muss meine Butterfly mal nachladen. Jo. Schau mal, jetzt haben wir ihn zumindest ein bisschen gekrüppelt, weil wir, so wenn man auf die Bubble schießt, ohne dass die Augen kommen. Ich nenne das mal Augen jetzt. Ja, ja. Dann kann man ihm halt ein bisschen langsamer machen, wie wir das gerade sehen. Also nicht mehr ganz so gefährlich, aber die Augen kommen, glaube ich, nicht. Ich schieße ja gleich mal mit der Pump Action, ob das eine geht. Ich auch. Mit der Butterfly. Warte lieber damit, bis die Augen kommen. Komm, einen Schuss gebe ich ihm. Okay. Scheiße, der Gegner nehmen.
Der eine Schuss. Fies. So fies. Ich hab, der Flammenwerfer wäre wieder da. Das reißt nix. Ich schieße noch mit der Uzi rein. Dafür ist sie ja da. Okay, ist auf. Und dann verschwindet er einfach wieder. Da der kommt er. Saubur, der dumme Stück. Was ist das denn? Was war? Hat er gerade aufgemacht? Nee. Nee. Oh, wusch. Das ist halt die Frage. Wie kriegt man ihn auf, wenn die ganzen Explosionssachen weg sind? Ach, hier spawnt er. Ich hab mir mal den Flammenwerfer geholt wieder. Jo. Das bringt doch einfach gar nichts, ey. Nein. Da ist doch was. Guck was raus. Augen oder was? Ich hab Schuss mehr drinne, ja. Okay. Was hast du gemacht, Hoffi? Ich hab nur drauf geschossen. Ich hab ihn auf diese Glieder mit der Butterfly gegeben. Oh, das ist vielleicht nicht schlecht. Vielleicht gibt das auch schon Schaden. Oh, ich bin zu nah dran. Ich bin zu nah dran. Alles gut, Mann. Oh nein, er spawnt hier. Okay, ich hab den Kobel getroffen. Ich hol mal das grüne Kraut, was hier im Schrank steht. Jo. Jawohl, er ist. Geht er auf, geht er auf. Nein. Wo ist er? Ich lauf mal weiter. Flammenwerfer wäre wieder da. Ich hole mir gleich, wenn hier wieder frei ist. Ich sehe sein Gesicht da oben. Bringt das was, da drauf zu schießen? Gib ihm mal. Also man sieht es nicht wirklich. Sieht nicht so aus, nein. Nicht, dass ich jetzt hundertprozentig sagen könnte, dass ich da gut getroffen hätte, aber ich nehme deine Schroti mit. Oh nein, jetzt kommt er wieder hier lang. Oh, hier ist noch ein ganzer Munitionsschrank voll. Die Sachen kann man, glaube ich, nach dem Kampf nicht mehr aufheben, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du eine Gelegenheit also findest. Okay, also wenn ich was sehe, nehme ich es mit her. Kommst du nochmal zu mir? Brandgranate. Wenn du die haben willst. Ja. Weil damit haben wir ihn ja mal gut aufbekommen. Er kommt, ich hole den Flammenwerfer. Wow, willst du die Brandy schmeißen vielleicht, bevor du den Flammenwerfer nimmst? Ja. Wow, das wäre eigentlich ein Quicktime gewesen. So, ich bin im Anschlag. So, der Brandy ist weg. Ich hole einen Flammi. Kein Auge. Gib ihm mal volle Salbe. Do it. Da siehst du, wie diese kleinen, wie diese Blutegel wegfliegen, ne? Ausgewichen? Du hast links ausgewichen? Ich konnte nicht. Ich war im Zielen, im Zielmodus, und da gibt er dir keinen Quicktime. Also mir hat er keinen Quicktime. Okay, bei dem Flammenwerfer hat er mir einen gegeben. Ja, aber ich war ja im Visier. Im Zielfernrohr. Da hat er mir keinen Quicktime gegeben. Oh nein! Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich muss an ihm vorbei. Mann. Schnell, ja. Hier. Und weiter. Gut, und weg hier. Ja, damit müssen wir leben. Aber das ging, ja. Aber halbes Health gleich weg. Ja. Ein Wischer. So. Ich hab keine Ahnung. Er hatte nur noch ein Auge. Er hatte nur noch ein Auge. So, mein Flammenwerfer ist alle. Leg ihn gleich mal wieder weg. Er hat nur noch ein Auge. Hm. Ach, genau beim Flammenwerfer spawnt er jetzt natürlich. Ich habe den Flammenwerfer mal auf den Boden gestellt. Jo. Also, ich glaube, wir haben ihn auch eigentlich schon ganz gut erwischt. Oh, ich heb gleich nochmal den Flammenwerfer auf und lade ihn nach. Oh, Flammenwerfer. Und zur Tanke. Oh. Oha, der ist nah. Der ist nah dran, ja.
Ne? Ich hau mal die 40 Schuss aus dem Sturmgewehr. Ja, gib sie. Das wird's wahrscheinlich sein. Oder ist das Ding zumindest leer? Wahrscheinlich kommt am Ende so, ne, müsst ihr hinlaufen und einen Quicktime machen. Ja, Granate Maul. Heftig, da kam... Aber die Bubble habe ich kaputt gemacht. Ja, aber die Augen kommen nicht. Ich verstehe diesen Gegner nicht. Hundertprozentig. Nein! Dreh um, Shepard! Lauf! So, Flamme, wenn du darfst gerne mal wieder aufgeladen sein. Ich habe schon längst, ich habe ihn schon in der Hand. Ach so. Muss näher ran, jetzt was. Ich sehe keinen Effekt. Nein. Ich habe auch langsam nichts mehr zu bieten. Ja, so langsam geht auch die Moon alle. Das wollte ich damit sagen. Irgendwas passiert da gerade? Ja. Das war nur ein Angriff. Was moscht er denn da hinten jetzt in der Ecke? So, die letzten Schuss für die Pump-Action. Keine Granaten, kann nix. Das ist, wenn ich das richtig sehe, wirklich nur noch ein Äuglein. Das ist so ein komischer Gegner, ey. Okay, irgendwas ist abgefallen. Ausweichen! Oh nein! Irgendwas ist wieder abgefallen. Ich dreh mich um in dem Moment. Ey, es läuft auch so beschissen. Ich bin tot. Bist du denn? Ja, ich such dich. Da bist du. Mann, in dem Moment, wo ich mich drehe, ey, das ist auch beschissen, ey. Da drückt man gerade in dem Moment eine andere Taste. Jetzt schießt man hier schon mit der Pistole, ey. So, Flammenwerfer, bis jetzt bald mal soweit. Genau, das will ich dann wieder benutzen, kann, Flammenwerfer, und der bringt nichts. Kommt auch näher. Mann, ich schieße einen Schuss nach dem anderen auf diese Scheiß, auf diese Bubbles, ey, das gibt's doch nicht mehr. Und dann trifft man so eine Bubble und dann platzt sie auf und dann ist der Arm ab. Super. Ja. Das sieht keinen. Der wächst dann sofort nach. Ich gebe ihm hier gerade dreckig in der Ecke. Ist da ein Auge irgendwo? Kann ich nicht sehen. Das brennt alles. Ja, brenn mal weiter. Gar nicht so schlecht. Boah, ich bin alle. Und es gibt nichts mehr, als abzuschießen. Es gibt keinen Körperteil, das man abschießen könnte jetzt. Ne, bringt alles nichts. So, wenn er da wieder weg ist, lade ich erstmal den Flammi nach. Ich kann diesen Gegner nicht leiden, ey. Ne. Der ist einfach so behindert, Mann. Man weiß halt echt nicht, was macht man falsch, was macht man richtig. Vielleicht hält er einfach nur 1000 Milliarden viel aus, ey. So, Flamme verhängt wieder. Und Muni ist halt echt so knapp langsam. Hat ein Erste-Hilfe-Spray gefunden. Cool. Das war doch da, wo ich es vermutet hatte. Wieder 1 Million neue Bubbles. Aber haben die unterschiedliche Farben teilweise? Nutzen die sich vielleicht doch ab? Oh je. Er dreht sich nicht! Er dreht sich nicht! Ausweichen! Der nutzlose Flammenwerfer ist wieder verfügbar. Ich hole ihn mir. Jawohl, Mann. Er kommt auch zu dir. Jo. Nimm ihn. Na, jetzt ist er umgedreht. Na, egal. Gib mir's.
da ist ein Auge. Na, ich halt drauf. Da ist ein Auge gewesen. Ja. Ich schieß da ab. Ich glaub. So, ich bin alle. Das ist gut, das war gut. Ich hänge ihn weg. Das war gut. Schnell weg hier. Wow. Er hat nichts mehr. Vielleicht muss man dann den Flammenwerfer nehmen, wenn er keine Bubbles mehr hat. Ja, wenn er in dieser einfach in der schleimigen Form ist, ne? Richtig, vielleicht kann man dann so abtragen, dass er dann seine Augen offenbaren muss. Also ich sag mal, du bist schon der Flammenwerferbeauftragte, weil du Munitionsarmut hast. Ja. Dürfte Wollte ich mir sein. Gleich nochmal Ja, cool. Aber der weg ist. Ja, genau. So, dann werde ich jetzt mal dafür sorgen gleich, dass die Bubbles weg sind. Sehr gut. Du hast noch ein bisschen Muni? Ja, ich habe für die Pistole mich richtig viel. Ich weiß nicht, wo die ganze Munition herkam. Ja, erstaunlich. Mann, jetzt geht er von dem Schrank weg, du Penis. Oh nein, jetzt ist die Bubble freie Phase. Ich versuche das Ding zu bekommen. Ah, das ist Edi. Er ist da rechts, passt genau. Obwohl, nee. Und ran da. Das Auge da? Kannst du mich ja nicht erkennen. Ja, da hinten, ja. Ich seh's nicht. Schnell, ich hab nur noch 30 drin. 25. 15. 5. Ja! 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 Jawolski, Mann. Oh yeah. Es hat nur einfach alle Schuss gebraucht, die wir hatten. Achso, mit dem Flammenwerfer hast du aber die Form, wo er die Augen hatte, gehalten. Ich glaube, jetzt haben wir ihn verstanden. Ja, das habe ich schon zehnmal gedacht. Deine brennt ihn weg und dann kommt das Auge raus und andere gibt Feuer aufs Auge. Genau, und sobald man das Feuer dann hat, dann bleiben die Augen draußen, dann kann man ihn kalt machen. Und das nächste Mal, wenn wir den spielen, haben wir dann wieder keine Ahnung. Doch. Nee, da haben wir keine Ahnung mehr, was los ist. Oh, yo, Mann, coole Wurst, ey. Ja, aber dann haben wir auch hier einen super Zeitpunkt. Ja. Um noch mal ins Menü zu wechseln. Ganz, ja, da habe ich jetzt auch Bock drauf. Das tatsächlich haben wir verdient, Mann. Munition holen. Oh ja. Ich kann alles. Nein, hoffe geil. Ich hatte die ganze Zeit 20 Schuss Popgun dabei. Nicht die schlecht. Die habe ich für dich eingesammelt. Oh, das war nett. Ja. So, dann jetzt erstmal Schätze verkaufen. Pro Gaming. So, alles verkaufen. Wir haben Schätze. 21. Oh ja, die Löwenheads. Was viel? Oh ja, 21.500. Ich glaube, du wolltest es gerade sagen. Mhm. Miss One. So, dann jetzt hier Kapazität der Pistole mal. Nein, ich kann meine Uzi nicht ausbauen. Gar nicht? Kapazitätsmäßig. Vielleicht brauche ich echt eine neue Uzi. Aber die hat halt viel Schuss. Das ist halt ganz praktisch. Die hat nicht so viel Power. Allerdings. Hm. Oh ja. So, dann kann ich ja das Ding hier nochmal rausschmeißen. Ach, den brauche ich nicht. So. Ach so. Und ich glaube, ich kann mir dann mal ein paar neue Granaten gönnen. Psst, Granatenspiele. So, was kaufe ich denn? Oh, nehme ich mal wieder die Säuregranaten. Sind schön im Angebot. Ne, 2400 für so noch eine recht effektive Waffe. Da sagt man nicht nein. Kann man echt nicht meckern, ne? Du könntest dir ja erst so um die... Keine Ahnung. Wenn du da 12 bekommst für 2400, könntest du ja locker so fast 300 Granaten kaufen. Man könnte schon ein bisschen durchdrehen, ja. Du hast auch 50, 60.000, oder? Ja, was wo sehe ich dann überhaupt jetzt nochmal ein Geld, wenn ich nicht gerade pimpe? Ich muss echt im Pimp-Modus gehen, ne? Du kannst auch kaufen. Genauso blöd. 51.220 habe ich noch. Dann kannst du ja echt ein bisschen was. Ja, kaufen. Und ich habe ja eigentlich auch echt Platz. Ich habe noch eine Erste-Hilfe-Spray, was ich mal mitnehme. Dann. Ja, aber wollen wir die Folge hier einfach mal zum Ende bringen? Erstmal? Ja, genau. Dann machen wir uns den ganzen anderen Kram, über den machen wir uns Gedanken im Off. Und dann geht's nämlich nächste Runde voll ausgerüstet und nachgeladen wieder weiter.
Boah, wir haben aber auch die XXL-Bosskämpfe, ne? Das gibt's ja gar nicht. Aber bei dem Bosskampf ist das nicht ungewöhnlich. Das war, glaube ich, noch nee. Eine der schnellsten Versionen, die ich hatte. Und sie hat zumindest geklappt. Sie hat geklappt. Und obwohl ich da fast zweimal schon gestorben wäre, hat es am Ende funktioniert. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt. Socketzone spielt Resident Evil 5. Und dann geht's auch etwas leichter weiter. Gott sei Dank. Jo, mach's gut. Ciao.